Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns immer noch in Schattenfen und hier ist ja sozusagen große Verschwörung bzw. ein großer Angriff im Moment in Gange. Und zwar befinden wir uns jetzt hier zentral in der Mitte. Da müssen wir Vizekanonikerin Servina treffen, mitten im Brutsumpf. Ja, da werden wir jetzt erstmal hinlaufen und mal schauen, wo die gute Dame ist. Na, da ist sie. Hüterin Amesai war eine freundliche Frau. Sie hat Eier gehütet, versteht ihr? Sie war die Amme von argonischen Schlüpflingen. Und sie haben sie abgeschlachtet. Das Dominion hat sie abgestochen und einfach so liegen gelassen. Was ist geschehen? In diesem Fall habe ich nur höchst ungern recht. Das Dominion muss Wind davon bekommen haben, was Vizekanoniker Ronda über den Brutsumpf wusste. Es ist unerlässlich, dass wir die wahre Rolle des menemnischen Ei für die Pläne des Dominions erfahren. Sie bringen diesem Land nichts als Abscheulichkeiten. Wenn ihr es noch nicht selbst gesehen habt, die Truppen des Dominions sind überall im Brutsumpf. Sie töten jeden, der fliehen will. Die einzig gute Nachricht ist, dass sie die Eier nicht beschädigt haben. Wir könnten eure Hilfe gebrauchen, um herauszufinden, warum. Wie kann ich helfen? Ich sähe es natürlich gern, wenn ihr jeden Soldaten des Dominions niedermachen würdet, den ihr seht. Ein heimlicheres Vorgehen wäre aber sicher schlauer. Sucht auf jeden Fall nach Hüter Uxid Ai. Er wird wissen, wie man mehr Zeit erkaufen kann, bis Verstärkung eintrifft. Ich werde einen Weg finden, den Hütern zu helfen. Ukazai hat zeremonielle Kleidung in der Truhe hinter mir gefunden. Er ist an den Wachen des Dominions vorbeigekommen, aber einer ihrer Tiger konnte ihn erschnüffeln. Seine Wunden waren nicht allzu schlimm. Ihr könntet die Kleidung nutzen, um Hüter Uxid Ai aufzusuchen. Hütet euch einfach vor den Tigern. Was werdet ihr jetzt tun? Meldet das Ausmaß dieses Angriffs Vizekanonikerin Haitamin. Ich rechne damit, schon bald mit Verstärkungen zurückzukehren. Wir werden das Dominion aus dem Brutsumpf vertreiben. Falls ihr irgendeine Gelegenheit seht, den Hütern zu helfen, dann tut das unbedingt. Okay, werde ich machen. Na, schade. Ich dachte, die hätte noch was Schönes dabei. Okay, das ist nur gestohlen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Dann gehen wir einmal runter. Guten Tag. Hallo? Du darfst auch gerne das machen, was du die ganze Zeit machen wolltest. Haben wir hier noch ein Buch irgendwo in der Ecke? Ah ja, doch, da war doch noch eins, meine ich doch. Das Buch der Dedra. Es ist sehr dunkel. Angriff! Das ist ja gut, wir greifen an. So. Hallöchen. Verstärkung. Falls ihr ein weiterer Bediensteter des Dominions seid, der nur hergekommen ist, um über unser Brutritual zu spotten, werden wir euch nicht daran hindern. Nicht, dass wir eine Wahl hätten. Vizekanonikerin Servinia hat mich entsandt, um die Pläne des Dominions in Erfahrung zu bringen. Das Dominion erzählt uns nichts. Jene, die fliehen wollten, wurden getötet. Jene, die blieben, haben sie am Leben gelassen. Wir wissen nicht, warum. Wir setzten die Vorbereitungen für das Schlüpfritual fort. Davon haben sie uns noch nicht abgehalten. Wie kann ich euch helfen? Während wir sprechen, werden die Eier feucht. Hallo. Bevor wir mit dem Schlüpfen beginnen können, möchte ich von den Vorhaben des Dominions erfahren. Doch euch um unseretwillen in Gefahr zu bringen, ist nichts, was ich von euch verlangen kann. Also es tut mir leid, aber ich hab's nicht so mit Argonian. Aber ich kann mich ums Dominion kümmern. Dann geht los und entzündet die Feuerschalen auf der Xanmia der ersten Strahlen und der untergehenden Sonne. Spitzt die Ohren, wenn ihr inmitten des Dominions wandelt. Wir müssen wissen, ob sie uns Übles wollen. Und sucht nach Assistentin Telixit. Falls sie noch lebt, dann lasst sie wissen, dass ich ihre Hilfe brauche. Da fällt mir übrigens gerade was ganz anderes ein. Wir haben jetzt die Kleidung gar nicht genommen, ne? Das könnten wir nochmal eben nachholen. Moment, das war eine höher, ne? Nee, ach Quatsch. Was rede ich denn? Hoch? Nein?
Ich bin verwirrt. weil das ist jetzt schon wieder eine zu tief. Egal, ich gehe jetzt hier einfach weiter runter. Ich glaube, wir hätten jetzt noch eins höher gemusst oder so. Aber egal, dann haben wir halt keine Kleidung an. Ist mir jetzt auch egal. Wir müssen uns um die Eier kümmern. Indem wir irgendwas erleuchten. Sollen wir dich erleuchten? Seid ihr hier, um diesen Dominion-Soldaten, der meine Verwandtschaft verschlingt, aufzuhalten? Was? Nein. Hüter... Oh Gott. Uxit Ei hat mich gebeten, euch zu suchen. Hüter Uxit Ei kann sich meinetwegen die Schuppen zählen gehen. Hallo? Die Trockenhäute der Dominions haben eines unserer ungeschlüpften Eier gekocht und gegessen. Auch wenn ich mich der Schale verpflichtet habe, werde ich nicht zulassen, dass er einem anderen ein Leid antut. Eure Pflicht gilt Hüter Uxit Ei. Ja gut, das hieße dann aber... Was schwebt euch vor? Möge das von ihm verspeiste Ei seine Henkersmahlzeit gewesen sein. Vergießt sein Blut über der Erde, wo es die Wurzeln künftiger Generationen nähren möge. Zeigt, dass wir um unsere Jungen kämpfen. Ich werde ihn daran hindern, noch mehr Eier zu essen. Er muss für seine Verbrechen büßen. Tja, optionale Schritte, verkleidet euch. Ja, ich weiß. Erleuchtet die westliche und die östliche. Da müssten wir, glaube ich, da hoch, ne? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, mich zu verkleiden. Also eigentlich schon, aber da die Tiger sowieso immer dabei sind, ist das eh egal. Herrin, können wir sie nicht verschonen? Weil der erste hat dann einen Tiger und dann kommen sie sowieso nicht weiter. Keine Überlebenden habt ihr nicht verstanden, Gefreiter. Diese Wesen sind der Feind, wenn sie das Ritual vollendet haben. Herrin! Wenn ihr so wild auf Streiten seid, sprecht mit dem Alchemisten. Es ist schließlich sein Befehl. Die Alte hat aber gute Abwehrkräfte hier. Wie komme ich denn da hoch? Guten Tag. Kennen Sie einen Weg nach oben? Wenn ich hier ein Spiel kann, hier hochklettern, wenn ich hier. So, das bringt mir jetzt nicht viel. Ach, von da unten, oder was? Nee, oder? Oh, wollt ihr mich hier veräppeln? Wahrscheinlich dann von der anderen Seite auch. Sie sind fast wie die Weber bei uns zu Hause. Herrin, können wir sie nicht verschonen? Nee, stimmt welchen nicht. Das Teil ist nur die von keine Überlebenden habt ihr nicht verstanden. Hallo, die habe ich gerade erst getötet. Feind, wenn sie das Ritual vollendet haben, sterben sie. Wenn ihr so wild auf Streiten seid, sprecht mit dem Alchemisten. Es ist schließlich sein Befehl. Es ist sein Befehl, genau. War hier nicht gerade noch ein Buch drin? Na gut, dann nicht. Mit dir. Du bist der Alchemist. Die Echse hat euch dazu angestiftet. Ich werde ihren Nachwuchs fressen. Basti, könntest du vielleicht... Ja, okay, er hat jetzt den Boss gespottet. So, den haben wir einmal. Sie sind von so viel Schmutz bedeckt, dass sie schon langsam zusammenwachsen. Hier. Ich zeige es euch. Behaltet eure Stiefel an. Wir gehen, wenn die Eier ausgebrütet sind. Dann kriegen die Echsen, was sie verdienen und wir verlassen diese Jauchesule. Ich zeige es euch. Behaltet eure Stiefel an. Hallo? So, Moment. Wir müssen aber wieder runter, glaube ich. Ne, wir müssen... Ne, wir müssen nach hinten. Ne? Sprecht mit dem Hüter. Was soll nur aus mir werden? Die Feuerschalen brennen auf den Xanmeer. Erzählt mir, was ihr über die Pläne des Dominions erfahren habt. Nach dem Schlüpfen werden sie jeden im Brutsumpf töten. Hier geht es um mehr als nur ein Massaker. Was erreichen sie damit, wenn sie vor dem Gemetzel noch warten? Sie könnten uns jetzt sofort töten und wären damit hier fertig. Hier geht etwas Übles vor sich, aber uns bleibt keine Zeit.
Bald beginnt das Schlüpfen. Vizekanonikerin Servinia wird bald mit Verstärkung eintreffen. Dann gibt es doch noch Hoffnung. Wenn das Schlüpfen näher rückt, wird das Dominion das Ritual wahrscheinlich beobachten. Würdet ihr uns trotz der Gefahr zur Seite stehen? Ich stehe euch bei. Dann sollten wir anfangen. Der Zeitpunkt des Schlüpfens ist gekommen. Wir versammeln uns an den Zweigen des Ist. Was haben Sie? Nein, das kann nicht sein. Orke und Geburt, was haben Sie getan? Ahad-Ei, nein! Das Dominion, es wird unser aller Schicksal besiegeln. Was ich jetzt noch nicht verstehe, wir haben uns doch jetzt dazu entschieden, der einen zu helfen. Wieso sind wir jetzt doch seinem Strang gefolgt? Keine Ahnung. Er ist. Unsere Verbindung ist verloren. Was ist geschehen? Ich kann den Hist nicht spüren. Das muss der Grund sein, aus dem das Dominion noch gewartet hat. Um zu sehen, ob das Schlüpfen scheitert. Was meint ihr? Ohne den Hist können die Eier nicht schlüpfen. Jetzt gibt es nur noch die Leere. Ich kann spüren, wie sie sich um den Baum herum bildet. Ihr habt gesehen, was ihr Ahad-Ei angetan hat. Das Gleiche wird auch mit unseren noch nicht geschlüpften Eiern geschehen. Wie kann ich euch helfen? Ich würde mich selbst, Sithis, darbeten, um die Leere zurückzuhalten. Es muss getan werden. Rettet die noch nicht geschlüpften Eier. Ich werde die Eier retten. Bewahrt die Eier vor der Leere. Schützt unsere Zukunft. Sithis, ich flehe euch an. Beschützt unsere ungeschlüpften Eier. Komm, Bastian, wir müssen die Eier retten. Das Dominion, sie kommen. Geh weg da. Wir müssen die Eier retten. Ja, ich bin ja dabei, Der Nebel, er tötet die Eier. Hallo, ich komme hier nicht raus. Kümmer du dich darum, ich muss mich um die Eier kümmern. Nicht länger zurück. Kehr zurück in die Leere. Nein. Hier sind doch noch Eier. Wie abgeschlossen. Oh. Ich konnte nicht mehr davon retten. Es tut mir leid, aber ein paar konnte ich noch retten. So 5 oder so. Er ist tot. Er starb für die Eier. Hat es funktioniert? Sind Sie sicher? Ich habe einige der Eier gerettet. Einige, sagt ihr? Sie haben unsere Schlüpflinge ermordet. Unsere Kinder. Warum? Aber ihr habt einige gerettet. Das ist etwas Gutes. Es muss etwas Gutes sein. Was werdet ihr jetzt tun? Wir müssen unsere Verbindung mit dem Hist wiederherstellen. Ohne sie werden im Brutsumpf nie wieder unsere Jungen aus den kühlen Wassern schlüpfen. Das Dominion kann so etwas nur mit einem mächtigen Artefakt bewirken. Das Dominion besitzt etwas, das man das Menemische Ei nennt. Dann ist die Gefahr noch bedrohlicher, als ich dachte. Das Menemische Ei birgt die Erinnerung des Hists. Unsere Verbindung zum Hist zu kappen, ist noch das Harmloseste, was sie damit anstellen können. Kommt, verlassen wir diesen Ort. Und wohin? So, ich kann vorlaufen, da oben ist ein Schild. Also, kein Schild, sondern da oben ist eine Markierung. So, das meinte ich, wir könnten nämlich hier noch eins hochlaufen, ne? Lauft ihr mal schön weiter, dann komme ich nach oben. Omidres redet nur noch von euch. Vizekanonikerin Servyna, dank sei dem Hist. Was ist geschehen? Wenn Assistentin Telixid bei euch ist, wo sind dann die anderen? Tot. Das Dominion griff an, als das Schlüpfritual fehlschlug. Dann sind wir zu spät. Assistentin
Telixiv und ich haben einige der Eier gerettet. Vivek sei Dank. Endlich einmal eine gute Nachricht. Wir werden die Eier nach Zischmir bringen. Dort sind sie sicher. Ihr habt euch gegen eine solche Übermacht bewundernswert geschlagen. Ohne eure Hilfe hätte das Dominion eine halbe Generation der Argonia ausgelöscht. Ja, und wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen und wieder einen Armteil, sag ich mal, vom Schlüpflingspanzer. Und das menemnische Ei? Wisst ihr, was das Dominion damit will? Assistentin unaussprechlich. Telixiv glaubt, sie haben es eingesetzt, um das Schlüpfritual aufzuhalten. Dann werden wir wissen, warum Ruvita einen Ort der Macht brauchte. Sollte das Dominion das menemnische Ei in sein Heimatland bringen, könnte es aus sicherer Entfernung jedes Schlüpfritual der Argonia verhindern. Wo könnten sie das menemische Ei in Schattenfennen mit Energie versorgen? Ich glaube, ich weiß es. Als unsere Späher Spuren von Soldaten des Dominions im Westen fanden, führte Vizekanonikerin Haitamin ein Kontingent von Soldaten in die Aileiden-Ruinen, die man Loria Sel nennt. Eilt dorthin und erzählt ihr, was ihr wisst. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss den Brutsumpf von Ungeziefer befreien. Ich werde Vizekanonikerin Haitamin in Loriasel treffen. Ja, immer diese unaussprechlichen Namen. Ich finde es einfach nur schrecklich. Wir müssen dann weiter hier unten rumreiten und da dann mit der Dame sprechen. Das heißt, ich kann dann da auch direkt nochmal den Wegschrein freischalten. Das ist sehr, sehr schön. Ja, es ist nicht ganz so gut gewesen wie erhofft. Allerdings weiß ich, dass man leider nicht alle Eier retten kann, was ich immer noch sehr traurig finde. Ich habe es trotzdem nicht so ganz verstanden, weil sie meinte ja, dass er seine Eier selber fressen soll oder irgendwie dran verrecken soll. Und im Endeffekt haben wir ihm dann doch geholfen und ich habe es jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, wir haben auf jeden Fall das Richtige gemacht. Ja, hier machen wir auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.